Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arc Scorched Earth. Und heute wollen wir mal unser Torhaus ein bisschen weiter ausbauen und vor allem schon ein bisschen mehr dann vorbereiten für die höheren Technologien. Wie ihr seht, der Bob, der hat hier schon ein bisschen vorgearbeitet, wollte ganz fleißig sein, aber wir werden nicht alles davon behalten. Doch zum Glück kriegen wir zumindest ein bisschen Materialien wieder. Denn der Bob ist übrigens auch mit dabei, den seht ihr gerade nicht. Hallöchen. Der holt uns ein neues Spielzeug. Was war es? Ein Parasa, hast du gesagt, ne? Ein Parasa Level 108. Genau, ein Paraceratherium. Denn die Viecher sind echt cool, zumindest was verschiedenste Landaufgaben angeht. Und während Bob sich mit dem Tierchen beschäftigt, werde ich hier einfach mal losbauen. Da steht auch schon die gute Bergtram. Was das hier alles an der Bergtram so zu bedeuten hat, da kommen wir später noch zu. Sollte die Folge etwas länger werden, dann halt in der nächsten Folge. Aber das ist jetzt gerade aktuell nicht von Interesse. Und wir waren ganz, ganz viel Metallfarmen in letzter Zeit. Und, ach, da sind sie. Gut. Ja, genau. Wie ihr seht, auf dem Metallstrukturensgedöns. Und wir werden aber noch eine ganze Menge mehr brauchen. Aber ich denke mal, damit sollten wir jetzt erstmal den ursprünglichen Plan verfolgen können, den wir uns hier so ausgedacht haben in unseren vielen komplexen Kopfgehirnprozessen. Ich muss gerade überlegen, was das bedeutet. Das ist nicht so wild, Bob. Okay. Nein! Ach, fuck. Ich habe ein Fundament auf einem Fundament gebaut und somit Materialien verschwendet. Verdammte Axt. Oh. Meine Güte. Im Übrigen werden wir wieder alles mit S-Plus-Sachen bauen. Also von der Mod Structures Plus kann ich euch nur empfehlen. Der Mod-Ersteller, der ist aktuell auch wieder sehr aktiv. Und lohnt sich auf jeden Fall die Mod. Insbesondere wenn man hübsche Sachen bauen möchte. Hörböse Sachen ist. Und, ach, was ist das? Nein! Mann! Ja, leider sind hier etwas zu viele Snap-Points. Und, scheiße. Fuck. Na, ich will doch nicht die ganzen blöden Steine. Ach, Mann, oh! Holt euch die super Tore. Oh nein, alles läuft schief. Oh, ich bin jetzt total aggro und peitsche die Steine aus. Boah. Ja, sorry Leute, wenn es hier so ein bisschen bei mir leckt. Je größer die Base wird, so schlimmer wird das bei mir. Ich hoffe, dass ich das in naher Zukunft hinkriege hier. Echt jetzt? Scheiße. Ich habe das Ding jetzt hier in den Boden gebaut und krieg's gerade nicht mehr raus. Wir versuchen hier das nicht bewegen. Wenn man einmal den Snap-Punkt gefunden hat. Und ah.
Ja, es funktioniert tadellos. Das ist natürlich nur der Vorführeffekt. Ja, ja. Also das ist scheiße. Denkt ihr so ein. Und Shin vorzuführen macht doch immer wieder ein bisschen Spaß. Okay, dann baue ich halt noch ein paar Fundamentis. Und dann kann ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen und die wunderhübsche, schöne, tolle, grandiose S-Plus-Resource-Puller-Gun vorstellen, die ich gerade nicht auswählen konnte. Resource-Puller-Gun. So. Puller. Ich hab Toilette, Mann. Und zwar könnt ihr euch damit hier, wenn ihr auf ein Lagerstruktur, Werkbank etc. pp. Drauf schießt, dann stellt ihr fest, dass ihr das Falsche auswählt, statt metallbaren Metall. Ah, da, das sieht schon besser aus. Pullen wir erstmal die Schmiede leer. Ihr könnt jetzt auch den Zement rüberpullen, aber da der Schrank direkt nebenan steht, bleiben wir bei den Basics. So, Metall. Foundation. Da ich mir sicher bin, dass ich noch ein paar Mal verkacken werde, stelle ich gleich mal 3 her. Wir kommen sogar hin, die Erfahrung davon. Echt? Oh. Ja, der Bob hat mich mittlerweile in seinem Tötungsrausch weit überholt. Okay, so weit auch nicht, aber auf jeden Fall ist er jetzt im Level höher als ich. Gut, was aber auch daran liegt, dass du während des Halloween-Events natürlich ordentlich für Action gesorgt hast. Genau. Und du selber als Spielleiter natürlich nicht daran teilnehmen kannst. Das ist korrekt. Mensch, Bob, du bist so klug. K-L-U-K. Ja, danke schön. Das ist das Netteste, was jemand zu mir gesagt hat. Und, ach komm, Snappoint. Da war er. Da ist er. Nicht bewegen. Und Kacke. Tada. Ob das ist jetzt dein Auftritt. Das könnte ja definitiv einfacher sein. Das könnte es so einfach sein. Ist es aber nicht. Ach, der gute Herbert. Jo. Gut, dann werde ich das. Da hinten funktioniert. Verdammte Axt. Okay, dann machen wir das gleich anders, aber. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um die Erweiterung des. Ich hoffe, ich muss das später jetzt nicht von der Lautstärke in der Tondatei ändern. Ich habe aber irgendwie das Gefühl. Das brauche ich und. Das brauche ich noch nicht. Das lassen wir erstmal noch draußen. Die habe ich schon. Die könnte ich gebrauchen. Jetzt hat er mich komplett rausgebracht. Davon brauche ich auf jeden Fall einen. Hier erstmal nicht so viele, sonst werde ich zu dick. Und. Das bist du bereits. Davon brauche ich noch welche. Und warum habe ich denn davon so wenig gebaut, von den Zaunfundamenten? Das ist ja doof. Egal. Wir haben ja noch ein bisschen Metall auf Reserve. Und.
Jetzt bin ich gerade unentschlossen. Bob, ich bin unentschlossen. Ich hätte mir mehr Gedanken machen sollen. Hol den Schlüssel. Egal, ich muss sowieso alle drei hier bauen. So, was der ganze Spaß dann gleich bedeuten mag, soll werden würden, werdet ihr dann gleich sehen in eurem Garten. Mann, bin ich heute wieder witzig. Wie ein Stück Käsebrot. Genau. Ich hätte mir wirklich mehr Gedanken machen sollen. Der Parasa liegt. Sehr schön. Ah, ich sehe ja. Ich sehe dich. Da fliegt er. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist Falling Es Bob. ist bloß der fette Bob. Nee, Falling Bob. Ah. Oh, Um er erhebt das. sich, zeigt Leuten, was gruselig Ach, ist. Kacke. Was mache ich denn hier schon wieder? Ob ich brauche Metallzaunfundamente, die ich mir gleich herstellen werde, weil ich will die ganze XP haben und nicht nur deinen Rest. Warum sage ich dir das also? Weil. Killer-Clown-Attacke! Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Bitte nicht Oh, schlagen! it's a prank, bro. It's just a prank. There's a camera. There's a camera. Warum bist du jetzt nicht mit der Kettensäge gekommen? Das wäre doch. Das Schwert sieht stylischer aus. Ach so, ja, genau. Wir waren vor kurzem mal. Und das SWAT-Schild auch. So, ey, das war so nicht abgemacht, Mann. Das werde ich meiner Mutter Ich habe erzählen. mich nur gewehrt. Ich hatte Auch wenn Angst ich nicht hängen bleiben vor würde. dem Killer-Clown. So, irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich hier noch die ganze Folge am Nachbauen bin. Genau, hier wollte ich rein. Und dann will ich in die Strukturen Metallzaunfundament. Und da bauen wir dann erstmal, keine Ahnung, 9, 10. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die brauchen werde. Ja, Bob, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend, während die Dinger hier bauen. Obwohl, ich brauche ja nicht so viel auf einmal. Brauchst mir also nicht von deinen traumatischen Erlebnissen berichten. Gott sei Dank, ich dachte, ich muss das Ganze nochmal durchgehen. Erstmal gucken, haben wir ein Ei? Nein, wir haben kein Ei. Genau, wenn sich einer von euch da draußen gerade auskennt mit Mantis, irgendwie legen die sehr, sehr selten Eier. Und vor kurzem wurde ja mit Patch 248 oder so dieses Kastrieren, Sterilisieren eingeführt. Und mich würde mal interessieren, ob die, wenn man die kastriert oder sterilisiert, ob die dann mehr Eier legen auch, die dann halt nur nicht befruchtet werden können. Oder ob die gänzlich gar keine Eier mehr legen. Vielleicht habt ihr da ja bereits Erfahrung mit. Schreibt's doch mal in die Kommentare. So, da wollte ich hin. Genau, Bob. Ich bin so klug. Ich bin ein Genie. Was? Du hast was im Knie? Pfeil. Jetzt
zwischendurch essen. Nie vergessen beim Spielen. Immer brav essen. Oh Manu, ich bin unentschlossen. Reicht das? Eigentlich müsste es reichen. Eigentlich müsste das reichen. Schön, hat das Internet nichts beigebracht? Just do it! Genau. So. Da will ich hin. Pup. Ruck. Oh, heute ist irgendwie mein Internet nicht das schnellste. Und baue ich den höher oder baue ich den nicht höher? Ich baue den jetzt einfach mal einen höher. Können wir ja später wieder zurückbauen. Jo, das sieht doch schon ganz gut. Ach Mensch. Warum gibt es hier keine Rampen? Verdammt. Mir fällt gerade was ein. Obwohl, nee, das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Ja. Ich mache einfach weiter. Ne? Also lasst euch nicht von meiner Verwirrtheit irritieren. Das ist normal. Und er beschwert sich immer, dass er Bob in seinem Clan hat. Ja. Dabei bin ich es, der die ganze Arbeit erledigen muss. Oder eben zunichte macht. Bitte Leute, helft mir. Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Oh Gott, ich werde doch bekloppt hier. Ach, siehste mal. Nee. Ach Bob, ich bin verwirrt. Soll ich dir helfen? Verwirrt. Nee. Die Antwort ist 42. Ich brauche jetzt erstmal hier eine Referenz. So, Referenz. Hallo, Referenz. Und jetzt brauche ich... Bist du etwa eine Referenz da? Genau, denn wenn ihr hier so ein Fundament drauf baut, auf so ein, also ein Zaunfundament auf ein normales Fundament, dann hat er nämlich einen anderen Snap-Point und eine andere Höhe, lustigerweise, als die normalen Wände. Und wie ihr seht, rutscht das dann immer hier so komisch runter. Und dann würdet ihr auch nicht mehr durch die Tür durchkommen. Deswegen bauen wir das eventuell da. Genau. Das sieht doch gut aus. Und dann nehmen wir das Ding hier wieder auf, denn es ist durch S plus und S, nein, nicht die Axt. Böser Shinto. Böser Shinto. So. Och, was ist denn heute los? Irgendwie laggy. So. Da, wie ihr seht, seht ihr nichts, weil dahinter auch alles grau ist. Aber das ist nicht so wild. Obwohl, das ist eigentlich eine saugeile Idee, die ich hier gerade... Mal gucken. Kriegen wir irgendwie hin? Kriegen wir alles hin? Leute, das kriegen wir hin. Meistens, wenn Leute in Horrorfilmen sagen, das kriegen wir hin, sterben sie 5 Minuten später. Ja, ja, das kriegen wir hin, Bob. Ich bin auch, Mensch, eigentlich wäre es ja richtig geil, das im 45-Grad-Winkel hinzustellen. Aber zum Glück war ich schlau genug, die ganze Geschichte hier aus S-Plus-Dingern zu bauen. Anstatt wie unser lieber guter Bob, der natürlich alles in Original gebaut hat, weshalb wir den ganzen Spaß jetzt hier drin abreißen müssen. Nur Original ist legal. Genau.
Also immer dran denken, schaut euch den Original-Shin an. Und keine billigen Kopien. Nö, Bob? Auch mal nur den originalen Shin an. Ohne ihn kann ich am Tag nicht mehr einschlafen. Scheiße, das waren ja die Catwalks. Du kannst noch einschlafen, Bob. Nee, ohne deine Videos zu gucken, kann ich am Tag einfach nicht einschlafen. Ah ja, das verstehe ich. Das geht mir genauso. Habe ich jetzt echt keine Ceilings gebaut? Och, Menno. Bitte helft mir. Ich bin verwirrt. Ich würde ja die. Ich. Ich applaudiere, ich Das hat applaudiere. sich irgendwie gerade echt anders angehört. Ein Klatschen darzustellen ist in. Vielleicht hätte ich langsamer klatschen sollen. Das Das wäre vielleicht freundlich. wäre, glaube ich, etwas weniger verwirrend gewesen. Aber ich hatte nur eine Hand frei, deswegen muss ich gegen meinen Nacken klatschen. Ah, zu viel Info. Ja, die andere muss ja push-to-talk. Ach, ihr seht, ich hab's nicht leicht mit dem Bob. Oder sind die hier noch drinne, die Ceilings? Ich war mir echt fast sicher, ich hätte Ceilings gebaut. I got a ceiling, somebody's watching me. Got a ceiling. Whoa. Tonight gonna be a good night. Nicht? Ja, Shin macht übrigens auch Musikvideos auf seinem anderen Kanal. Genau. Na, aktuell Aber da fehlt. braucht ihr keine Angst haben, da wird keiner von uns euren Gehörgang schädigen. Zurzeit habe ich leider keine Singstimme. Also nicht meine, weil das wird sowieso nie eine Singstimme werden. Aber mein Sänger ist eigentlich gerade, also der ist gerade indisponiert. Und deswegen, ansonsten kommen später irgendwann noch richtig coole Parodiesongs über Ark und Co. Aber keine Ahnung wann. Das tut mir leid. Nie wieder. Schnee im Sommer. Warum bin ich. Jetzt geht's. Hä? So fröhlich. So fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Wer das noch kennt, ja, ihr solltet schon was in die Kommentare schreiben, aber trotzdem, wer das noch kennt, haut's doch mal in die Kommentare. Ah. Es wird langsam strange, Bob. Nicht langsam, das war schon, seit ich dich kennengelernt habe, so strange. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, ob ich überhaupt noch die Tür einsetzen kann oder ob ich die komischen Ceilings erst später setzen darf, soll, muss. Ah, es geht noch. Es geht noch. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ach. Ja, das sind übrigens hier die S-Plus-Dinger, die kann man auf Automatik stellen. Das ist im PvP echt, PvE echt nützlich. Und wenn es korrekt funktioniert, auch eine super Sache. Aber im PvP ist das natürlich doof, wenn die Tür auf einmal aufgeht, nur weil man in der Nähe ist. Aber der Türtest ist auf jeden Fall bestanden. Und wir können das natürlich auch deaktivieren oder auf Auto Close Only stellen. Aber wir wollen das nicht aktiviert haben. Bob. Ja. Bob. Ja. Baue mir doch mal bitte zwei Metalltüren. S plus. Normale? Metalltüren. S plus. Ja, normale? S plus.
Okay, ich baue normale. Ihr wisst gar nicht, was ich hier. Würdest du mir sagen, wenn ich dir sagen würde, glauben, wenn ich dir sagen würde, dass es mir leid tut? Nein. Aber warum denn nicht? Darum. Die beste Ausrede und Antwort ever. Jetzt muss ich aber erstmal das Gedöns hier von. Blech, von. Blech. Nee, erstmal brauche ich Rampen hier. Ich krieg sonst eine Krise. Rampen. Ramp, Ramp, Ramp. Warum habe ich so viel Catwalks gebaut? Fällt mir bestimmt noch ein. I'm on the Catwalk. Echt jetzt? Warum habe ich. Ja, ich dachte, du lädst extra Bruce Van Hell für die heutige Folge ein. Ja, der kommt, wenn du weg bist. Drummer, Baby. Mir fehlt eine Rampe, aber das ist nicht so schlimm, weil. Also für das andere Torhaus. Aber da brauchen wir eh noch einen Arsch voll Materialien. So, wie ihr seht, zumindest das funktioniert hier richtig heute. Und das lassen wir frei. Denn wir wollen ja wieder böse Pixies hier hinbauen. So, zwei Metalltore braucht er. Ach nee, ich habe zu viele Rampen gebaut. Irgendwie sowas in der Richtung. Nicht Tore, Türen. Türen. Jetzt muss ich erstmal hier die ganzen schönen Sachen abreißen. Bob. Und zum Glück ist mir gerade eingefallen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn ich oben anfange. Bevor mir der ganze Schrapel einbricht. Das wäre natürlich nicht so schön, ne? Denn wir wissen ja, wir bekommen Materialien nur zurück, wenn sie nicht eigenständig einstürzen. Ne, Bob? Das wissen wir. Das wissen wir. Und mir ist heiß. Es muss an dir liegen, Bob. In deiner Gegenwart werde ich immer so wuschig. Fucking gay. So. Genau, jetzt kann ich hier weitermachen und hoffe, dass nichts einstürzt. Nein, es bleibt stehen. Yay. Oh, oh, oh. Hier auf dem Server wird schon wieder schwer gehandelt. Im Übrigen, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen, uns auf diesem schönen Server mit zu begleiten in Abenteuern. Ihr dürft euch als PvP-Stamm outen und uns angreifen dann irgendwann. Und auch ein Bob. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich hatte ja mal zwei Metalltüren geschluckt. Oh, du hast hier ja zwei Metalltüren gefunden. Ich habe dich auf deinen Kopf gezielt. Nein, natürlich nicht. Ach. Nachher schietest du wieder, machst dich wieder unsichtbar. Ja. Ich schiete hier für gewöhnlich immer. Ist auch alles nur geklaut. Eo, eo. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles gar nicht meine. Ah. So. Da wir wieder beim Thema wären, wenn ihr das Lied kennt. Schreibt es doch mal in die Kommentare.
Das Ja, irgendwie muss man ja die ist viel Leute Witz, mal oder? Ja, das ist viel zu. Witz, ja, das ist wie Shin Running Gag. Ja, irgendwie muss man ja die Leute zu Gedöns animieren. You know? Animation wäre doch mal was Schönes. Kannst du animieren? Ja, ich bin total animiert. Oh. Ein animierter Animator. Ja. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Ich brauche noch Seilings. Brauche ich noch. Und macht das Tor zu. Nee, hier will ich nicht hin. Hier will ich hin. Oh. Wie teuer? 12 Millionen Milliarden Barrens. Mindestens. Mindestens. Huch, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist schon wieder ein falscher Snap-Point. Und. Hä? Ich bin verwirrt. Ja, das bist du. Hä? Ich glaube, da will ich hin. Oder will ich da hin? Ja, da will ich hin. Sehr schön. Nee, da will ich nicht hin. Guck mal nur. Gucken wir mal. Jetzt ist das hier schon wieder so heiß. Warum ist das hier so heiß? Weil wegen Hitzewelle und Metall. Das könnte sein. Ich muss jetzt mal hier hochgehen. Mal gucken. Warum nimmt er jetzt nach dem Leiterklettern mein Fernglas? Das ist doof. Also wir haben hier, nee, wir haben hier keine Kante drinne. Und gut, die Wand steht ein bisschen komisch ab. Aber das sollte soweit, glaube ich, funktionieren. Hoffe ich. So. Da oder da? Die unterschiedlichen Snap-Points, die fuchsen mich gerade, ja echt. Und wegen der schönen Hitzewelle kann ich noch nicht mal genau sehen. Da oder da? Falls ihr euch wundert, Okay. diese komischen Geräusche sind ganz normal. Und warum hat das Scheißding so viele verschiedene Snap-Points? Das irritiert mich. I. Zumindest komme ich durch die Tür durch. Interessant. Ach, das ist ja auch wieder so ein Auto-Close-Ding hier. Okay, die können wir auf jeden Fall auf Auto-Close stellen. Aber das hier gefällt mir nicht. Aufheben. Sehr praktisch. Ich glaube, das hebe ich auch noch mal auf. Aufheben. Gut, ja, ich werde mich hier noch weiter mit der Technik ein bisschen ärgern. Und das Ergebnis zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Wenn euch diese hier gefallen hat, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja,
dann lasst mir doch einfach ein Like da, ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Teilt es mit euren Freunden, mit eurer Familie, Oma, Opa, Bruder, Onkel, Tante, Mutti, Vati, Cousin 85. Grades. Damit helft ihr mir auf jeden Fall. Auch den in China. Genau. Und dann sehen wir uns. Warte, jetzt seht ihr mich. In der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.